hier ist Jane von janeswildewelt.de. Ich befinde mich in der wohlbekanntesten Hansestadt Deutschlands, in Hamburg. Den Namenszusatz Hansestadt besitzt die Stadt Hamburg seit dem Mittelalter, als sie zur damaligen Handelsorganisation Hanse angehörte. Ich bin extra um 6 Uhr aufgestanden, damit ich euch den Fischmarkt zeigen kann. Jeden Sonntag, wenn hier der Fischmarkt stattfindet, ist hier in der Halle Hurra. Moin, moin! Lecker, 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 lecker! Von 6 bis 10 Uhr findet hier der legendäre Fischmarkt statt. Neben Fisch kann man hier Obst, Kleidung und Fleisch kaufen. Und alle geschenkt! Ihre Valentina. Zu einem Fischmarkt gehört auch ein richtiges Fischbrötchen oder ein Meeresfrüchtebrötchen. Mann, ist das lecker. Da wollen wir auch noch hin, zum König der Löwen Musical. Wir machen jetzt eine Hafenrundfahrt mit dem Schiff Rainer Abicht. Und da drüben links schauen Sie mal in die Brücke, da haben wir die Weicherstadt. Und für jeden Hotel-Eisenbahn-Fan ist der Besuch da oben ein absolutes Muss. Das haben zwei Brüder gemacht, das ist eine tolle Sache. Ich selbst war da auch schon einige Male oben. Da entdeckt ja immer wieder neue Details. Bei so viel Wasser und Brücken könnte Hamburg eigentlich Nord-Venedig heißen oder Venedig-Südhamburg. Ich bin ja Michel, dem Wahrzeichen von Hamburg. Der Turm ist mit Kupfer beschlagen. Das Kupfer ist im Moment noch dunkel, aber in 4 bis 5 Jahren wird das Kupfer seinen normalen Grünton annehmen. Da oben im Turm ist eine Aussichtsplattform, wo ihr die Aussicht von Hamburg genießen könnt. Jetzt essen wir Lachskaus, das Hamburgers Leibgericht. Mann, war das lecker. Das müsst ihr unbedingt auch mal probieren. In Hamburg fährt die U-Bahn oberirdisch und die S-Bahn zum Teil unterirdisch. Oder die Morgenpost kommt abends und das Abendblatt kommt morgens. Verrückt, diese Hamburger. Oh, das ist ja der Slowman von dem Star-Koch.
Wir würden hier zwar essen gehen, aber es hat noch geschlossen. Ich komme das nächste Mal herab, wenn Sie mich einladen. Wir übernachten im Novo Hotel Hamburg Arena, welches ab dem 1.4.2012 Merkur Arena Hamburg heißt. Das hier ist unser Hotelzimmer. Und das hier ist mein Bett. Mann, hier in Hamburg gibt es so viel zu sehen. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Aus Hamburg berichtet euch Jane von Janes wilde Welt. Tschüss! Ach so! Schreibt mir doch einfach auf meine Seite, wo ihr schon wart und wo ich noch hinfahren könnte. Eure wilde Jane. Tschüss! Judge me.